Oliver Hartmann und ich stehe hier am T-Rex-Stand und FTN-Stand und möchte euch heute hier eine neue Marke vorstellen, und zwar eine Untermarke vom FTN, dem Titel Gain. Im Prinzip die günstigere Serie von FTN, das heißt, sie wird in Indonesien gefertigt, aber von Japan aus betreut und begutachtet und kontrolliert. Und ist eine Serie, die sich vom Preis her so im unteren, mittleren Preissegment bewegt. Und was ich hier in der Hand habe, ist ein gängiges Modell. Ich sag mal, eine klassische Single-Cut-Form mit Mahagoni-Body, durchgehendem Hals und eine Basewood, also Lindedecke. Und die Pickups hier sind von ING, die aus der AC-Serie, also vom Output her ungefähr mittelstark. Ja. Hier in der Version mit zwei Humbuckern, gibt es aber auch noch mit Humbucker und P90. Und das Ganze ist hier mit einem Volumenregler für beide Pickups, einem Tonregler. Und der ist gleichzeitig hier auch nochmal ein Push-Push, ja, um beide Pickups zu splitten. Das heißt, hier habe ich die hintere Spule im gesplitteten Zustand und hier die vordere Spule. Ja. Tolle Gitarren, testet sie an, es lohnt sich.